Ehrlich für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in der gegenwärtigen Situation ist in Deutschland Familienpolitik furchtbar wichtig. Wir haben es von allen gehört. Und was in der Familienpolitik alles so Tolles geleistet ist, konnten wir gerade auch jedenfalls angeblich wahrnehmen. Es gibt aber auch Kritikpunkte. Ich möchte mich aufgrund der beschränkten Redezeit auf 4 Punkte beschränken. Das Sondervermögen Kita-Ausbau ist anstelle von 230 Millionen mit 1 Milliarde Euro aufzustocken. Es fehlen noch immer Plätze. Und wenn man Kitas wirklich als frühkindliche Bildungsstätten versteht, dann ist dies die Investition in die Zukunft, die von allen Seiten immer gefordert wird. Kinder sind unsere Zukunft. Wir alle freuen uns über eine gestiegene Geburtenrate. Gleichzeitig scheint die Kinderarmut in Deutschland aber nicht das prägnante Thema für diese Regierungskoalition zu sein. Und dazu zählt auch die Kinder- und Jugendpolitik. Gerade unter Berücksichtigung auch der gegenwärtigen Situation mit den Anforderungen an eine gelungene Integrationspolitik. Jeder hier investierte Euro ist ein gut investierter Euro. Das weiß jeder, der in der Kinder- und Jugendpolitik tätig ist. Und ebenso zieht jeder gesparte Euro ein Vielfaches an Folgekosten nach sich. Und mein Kollege Weinberger hat schon in der ersten Lesung, Markus Weinberg, CDU, in der ersten Lesung zum Haushalt dazu bemerkt, ich zitiere, dass wir, damit meint er die Regierung, in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Fehler bei den Gastarbeitern, bei den Aussiedlern, bei den Flüchtlingen aus dem Krieg in Bosnien-Herzegowina. Aus diesen Fehlern sollten wir lernen, Integration von Anfang an, so früh wie möglich. Zitat Ende. Und gelernt, Pustekuchen. Eine Vermeidung von sogenannten Parallelgesellschaften, wie es von der Regierung immer wieder betont wird, dazu fehlt erkennbar der politische Wille dieser Koalition. Die Linke will integrieren, um nicht erneut eine verlorene Generation zu generieren. Und deshalb reichen eben die Mittel bei der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger nicht aus. In Brandenburg sind im Nachtragshaushalt 90 Millionen dafür eingestellt für nächstes Jahr. Die Bundesregierung stellt insgesamt 350 Millionen zur Verfügung. Und nach dem Königsteiner Schlüssel, diesem Verteilungsschlüssel, kriegt Brandenburg davon 10,7 Millionen. Bleibt also auf 88% der Kosten sitzen. Ähnlich sieht es in Thüringen aus, wo der Freistaat auf 87% der geplanten 77 Millionen sitzen bleibt. Deshalb muss der Bund in diesem gesamten Bereich mehr investieren. Die 350 Millionen reichen nicht aus. Wenn wir nächstes Jahr die Marke von 100.000 unbegleiteten minderjährigen Kindern an Flüchtlingen haben und die Unterbringung mal pauschal, sag ich mal, pro Tag 140 Euro kostet, kann sich jeder einigermaßen nicht dumme ausrechnen, dass die 350 Millionen bei Weitem nicht ausreichen, sondern eine Lachnummer sind. Hier werden Kinder mal wieder in ihren Verfassungsrechten beschnitten. Problematisch bei dieser Finanzierung, muss ich zugeben, ist, dass sowohl die positiven Effekte als auch die nachteiligen Wirkungen erst in Jahren sichtbar bzw. wirksam werden. Und da liegen dummerweise Wahlen dazwischen. Und offensichtlich möchte die Regierung nur kurzsichtig mit fadenscheinigen Erfolgen protzen, die in der Gesamtschau für Deutschland einfach teurer werden. Der Unterhaltsvorschuss ist ein wesentliches Mittel, um Kinderarmut zu verhindern. Von daher sollte dieser ausgebaut und entfristet werden. Deshalb fordert die Linke schon seit mehr als 10 Jahren, den Unterhaltsvorschuss über das 12. Lebensjahr und länger als 6 Jahre zu zahlen. Und sogar die Kommission Zusammenhalt stärken, Zukunft der Bürgergesellschaft gestalten von der CDU sagt im Juni, ich zitiere, Zitat, wir wollen dafür sorgen, dass der Unterhaltsvorschuss länger als 72 Monate und über das 12. Lebensjahr des Kindes hinaus gezahlt werden kann. Zitat Ende. Keiner kann erklären, warum ein Kind ab dem 12. Lebensjahr keinen Unterhalt mehr bekommen soll oder warum es längstens 6 Jahre Unterhalt erhalten darf. Das muss geändert werden. Die SPD will es, die CDU-Kommission will es. Wer bremst denn da wieder aus? Wo in diesem Kabinett die schwarze Null sitzt, heute ist er nicht da, Sanat Latus ist da, ist ganz offensichtlich. Und die schwarze Null als prioritäres Ziel zu definieren, zeugt nicht von perspektivischem Denken. Würde man diesmal auf private Haushalte übertragen, dann wird die Bauwirtschaft zusammenbrechen. Häuser nur noch mit eigenem Geld finanzieren, Hausbaukredite wären dann hinfällig, da man keinen Baukredit mehr aufnehmen dürfte. Wobei das in der Regel auch gut investiertes Geld ist. Und gut investiert wäre auch Geld in die Jugendpolitik. Hier ist seit Jahren gekürzt worden. In den vergangenen 2 Legislaturperioden fand Jugendpolitik praktisch nicht statt.
Dankenswerterweise hat Ministerin Schwesig eine Arbeitsgruppe gebildet, die Jugend und ihre Vorstellung der Gestaltung ihrer Zukunft in die Demografiestrategie Deutschlands einbeziehen will. Aber es reicht nicht aus, im Rahmen einer Arbeitsgruppe die Wünsche der Jugendlichen aufzunehmen und in Handlungsempfehlungen für die nächste Regierung einfließen zu lassen. Deshalb fordert die Linke, zumindest die Kürzung der letzten Jahre in der Jugendpolitik zurückzunehmen. Und als letzten Punkt, der Kinderzuschlag als wirksames Mittel gegen Kinderarmut muss dringend verstärkt ausgebaut werden, gerade um die Eltern, die mit ihren Kindern im Niedriglohnsektor arbeiten, aus dem diskriminierenden System Hartz IV herauszuholen bzw. davor zu bewahren. 2014 haben 95.000 berechtigte Kinderzuschlag erhalten. Und die von der Regierung, Frau Schwesig hat es angesprochen, geplanten 20-Euro-Erhöhungen auf 160 Euro ab dem 1. Juni 2016 reichen dabei weit nicht aus, um Kinderarmut effektiv zu bekämpfen. Deshalb fordert die Linke einen gestaffelten Kinderzuschlag von 220 Euro bis 6-Jährige, für 260 Euro für bis zu 14-Jährige und 300 Euro für bis zu 18-Jährige. Nicht nur im Hinblick auf die Mütter und Väter, sondern insbesondere im Hinblick auf die betroffenen Kinder. All dies, damit wir nicht in 15 oder 20 Jahren wieder von einer verlorenen Generation sprechen wollen müssen. Deshalb will die Linke verstärkt in unsere Zukunft, nämlich Kinder und Jugendliche, investieren. Schade, dass bei allen guten Vorsätzen und Wünschen die Familienministerin sich in der Koalition nicht durchsetzen konnte. Zukunftsprogramm und Investitionen statt schwarze Nullen im Kabinett, das ist linke Politik. Als Nächste spricht die Kollegin Nadine Schön.